Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Town of Light. In der letzten Folge haben wir uns hier im Postraum ein wenig umgeschaut und dabei einige Briefe gefunden und unter anderem auch diese, ja, mittlerweile doch sehr vergammelte Puppe. Man kann sie umdrehen, aber ich kann sie nur umdrehen, wenn ich auf den anderen Bildschirm gehe, okay. Ich kann mir auch noch die anderen Sachen angucken, aber das bringt mir alles irgendwie nichts. Ist da? Ach so, das sind die Schlüssel, die dahinter liegen, glaube ich. Das kann ich anklicken. Die Klamotten kann ich nicht anklicken. Okay. Ich kann jetzt aber nicht die Hilfe aktivieren. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Die Puppe haben wir gefunden. Das ist schon mal was Gutes. Wir müssen Charlotte suchen. Wir haben sie allein gelassen. Ist sie wohl noch da, wo wir sie zurückgelassen haben? In dem warmen Licht? Waren wir hier eigentlich schon mal drin? Doch, ich glaube, hier waren wir schon mal drin, oder? Keine Ahnung, was das für eine Karte ist. Ist das die Freundin von ihr? Italiener ergreift die Waffen. Der Duze verkündigt den Eintritt Italiens in den Krieg. Okay. Also diese Kriegssachen sind hier öfter drin. Das neue Gebäude für Tuberkulosekranke wird eröffnet. Eröffnung des Pavillon Maragliano. Des Pavillon. Das heißt, hier sind noch mehr. Ich dachte, das ist nur ein Gebäude. Ach, das ist bestimmt. Oder? Nee, das ist einfach nur so zusammengebrochen. Wo waren wir denn jetzt? Waren wir jetzt oben oder waren wir jetzt unten? Da ist dieses Rädchen. Das heißt, wir waren oben, glaube ich. Ah, hier haben wir sie hingebracht. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb. Auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama wird uns jetzt auf. Sie hat uns lieb. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Ich Mama habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb, auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Thank you.
umdreht, die sich jetzt so beleidigt. Hm? Oh, ich glaube, ich habe jetzt einen Tinnitus in meinen Ohren klingelt's. Eieiei. Ich meine, es ist ja bekannt, dass man früher so Stromstöße gegeben hat. Aber ja. Das ist doch schon. Sind doch irgendwie schon sehr erdrückende Bilder. Was hat der Arzt geschrieben, wenn er an seinem Schreibtisch saß? Das wissen wir nicht, obwohl wir waren ja schon in dem Gebäude drin. In dem Raum drin. Vielleicht können wir jetzt was Neues anklicken. Ah, perfekt. 7. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich. Sie weigert sich, berührt zu werden. Sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Das ist jetzt die Frage. Ja, alles nur deine Einbildung. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Oder du hast deine Erinnerungen, das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das hört sich schon sehr krass an. Alles nur Einbildung finde ich persönlich jetzt aber auch sehr krass, weil irgendwas ist hier ganz eindeutig schiefgelaufen. Was das jetzt in einem Duschraum war, weiß ich nicht. Ich sag mal, von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin.
Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Delinquentin? Prostituierte? René? Ich denke, die war ein Kind. Es klingt so merkwürdig. So unwirklich. Das kann nicht wahr sein. Und Amara? Sie hat uns geliebt. Sie würde uns alles sagen. Sie würde uns nichts verheimlichen. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen. Sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch schon gehört, dass teilweise auch gesunde Leute in solche Kliniken eingeliefert wurden und danach wirklich im richtigen, extrem geisteskranken Zustand da drin waren, weil die halt viel Experimente gemacht haben, viel mit Strom agiert haben und so weiter. Und ja, das Ganze war einfach abartig damals. Das waren die einzigen Behandlungen, die einen Versuch wert waren. Ihr wart so viele und weil sie so wenige waren, blieb ihnen da etwas anderes übrig, als diese Hölle so in Schach zu halten. Der Zweck heiligt immer die Mittel für jene, welche die Macht haben. Ja, im Endeffekt C, weil es geht ja bei diesen Kliniken in erster Linie um Geld und wenn die so tun können, als ob sie da wirklich mit Geisteskranken handeln und dann vielleicht sogar später noch irgendeine Verbesserungen herbeiführen können oder eben diese Geisteskranken ruhig stellen können, indem sie irgendwo das halbe Gehirn wegschnibbeln, dann von deren Seite aus natürlich gesehen heiligt der Zweck immer die Mittel. 2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das so verschleiern wollten. Vielleicht geht es gar nicht um René, um diese René jedenfalls. Ja, alles gut ausgedacht, die Anstalt muss sich absichern. Warum den verheimlichen? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor dir hatten. Ihr wart allen vollkommen egal. Nee, also ich gehe davon aus, dass sie da wirklich was sich ausgedacht haben. Oder es könnte gut möglich sein. 13. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen, hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. War wohl gang und gäbe damals so, also wundern würde es mich nicht. Die Elenden dieser Welt wurden hier reingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keine Gedanken mehr an sie zu verschwenden. Wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was zählte, war, euch ruhig zu stellen. Weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie wagst du es zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? Also ganz offensichtlich
ob es jetzt ein Plan war oder nicht, ob es jetzt böswillig war oder nicht, aber sie haben ja die Briefe wirklich zurückgezogen und da steht ja jetzt auch drin, in Anführungszeichen, weshalb sie das getan haben. Stimmt beides, A und B, aber letztendlich, also wer da eingeliefert worden war, scheint wirklich kein menschliches Wesen mehr gewesen zu sein. Ruhig, sei friedlich, nicht aufregen. Dich stellen wir jetzt erst einmal ruhig. Nur das zählt. Die Ruhe hat ihren Preis. Das Leben. Hunderte von unruhigen Geisteskranken in zu kleinen Räumen, das Ruhigstellen, das war nur zu eurem Besten. Gab es eine andere Lösung? Ein normales Leben wäre sowieso nicht möglich gewesen. Nein, wäre es nicht, aber auf diese Weise konnten die da draußen es leichter akzeptieren. Erster März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung. Auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig. Sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, da das doch ein ziemlich einschneidender Teil dieser Geschichte war, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und wir uns dann im nächsten Video wiedersehen, wenn wir auf den Spuren nach Amara sind, beziehungsweise danach, dass sie wirklich existiert hat. Bis dann. Ciao.